Hallo und welcome back, Friends, zu einer neuen Folge. Ja, wisst ihr es? Final Fantasy VII Rebirth. So, in der letzten Folge sind wir draußen in der freien Welt angekommen. Der Anfang der Reise, entfernt sich von keinem, nicht entdeckt zu werden. Bro, Nebenstory, Brodens Bekannter, Besuchung Brodens Bekannten auf der Frau. Na, dann werden wir das doch machen. Wie ich schon sagte, wir werden... Oh, was ist hier? Ah ja, so, ich habe gerade offscreen, oh, was ist das jetzt schon da? Gegenstände mit Synthesemodulen herstellen zu können. Synthesematerialien benötigt, diese können gefunden, erbeutbar oder gekauft werden. Materialsymbol liegen unterwegs herum, von Ungeheuern erbeutbar. Selten. Sobald du Informationen über Synthesematerial erlangt hast, kannst du unter Synthese durchdrücken von Touchpad sehen, in welcher Region das Material gefunden wird. Und wir werden alles erkunden. So, ich habe bloß noch nie rausgefunden, ob ich hier oben die Karte. Zu einer kleinen Vier-Action-Karte wieder machen kann. Das muss man hier erstmal hier ein geiles Bild schicken. Wir werden jeden Stein in diesem Spiel umdrehen. Bis irgendwann die Platin vom Bildschirm flattert. Sie so blöd, das war frei und dynamisch an. Cool, krass, die hat vorne immer eine aktive Kampftruppe, aber die gondeln trotzdem mit rum. So. Wasserrad, was? Des Dreschbodens. Schatzverstecke. Sorry. Schatzversteck befindet sich meist in stillgelegenen Fabriken oder Wohnräumen. Hier gibt es Schätze zu entdecken, die über die Jahre längst in Vergessenheit geraten sind. Wenn du alle Schätze gefunden hast, ist die Schatzsuche beendet. Eine Entdeckung gemacht. Oh, also auf jeden Fall immer schön. Ah, hier ist doch zweite Kiste, oder? Jäger der verlorenen Schätze. Sorry, ich muss zwischendurch mal.
ist ja schon mal so ein scheiß Flieg hier rum. Wir müssen mal ins Hoch drücken. Mach ich mit ein. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Das wird. Einfach nicht so zimperlich sein, sozusagen. Natürlich nice, ne? Wasserrad ist verschwunden. Ja. Wenn ich leveln tun soll, das mache ich natürlich dann auf Stream. Also, ja, wenn ich in der Wildnis Gegner bekloppen und Farm gehe oder auf Screen. Auf Stream, weiß ich noch nicht. Vielleicht mal so. Weidenviadukt. Bleibt wenig Viertel. Ja. Jump it on! Nee, geht nicht. Hier kommen wir runter. Gibt wirklich Leute, die haben sich hier drüber moniert? Verstehe ich immer noch nicht. Mein Gott, sieht das gut aus. Oh. Verdammt, ich will so drüber, wo gehe ich denn zuerst hin? Wieder, was gibt's hier? Wiesentitan. Seht ihr an der Videobeschreibung, was Story ist. Und was nie. Oh, Gegner ist endlich. Wo sind die Gegner? Nur noch von Predators. Nur kein Über. Diese Burg, dieser krantige Graslandbewohner hat zwar eine lange Leitung, aber dafür kurze Luft. Und seinesgleichen vertreiben sie die Zeit am liebsten, damit aufeinander einzuschlagen. So. Das war's. Los geht's. Abschauen. So, wenn du Beschwörung hat ja ausgerüstet bist, erscheint Kämpfer in Beschwörungsleiste. Sobald die Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü eine Espro beschwören. Jo. Verschwende! Mann, Organ? Scheiße. Habt ihr denn schon gekillt jetzt oder was? Rambos, Gott lösen. Weiter geht's. Hey, weißt du, was das für ein Rohr ist? Das ist eine Marco-Pipeline. Damit wird das in Midgar gewonnene Marco in andere Städte und Dörfer geleitet. Das ist keine Pipeline, das ist eine Kanüle. Mit ihr saugt Shinra dem Planeten seine Lebenskraft bis zum allerletzten Tropfen aus. Und hässlich ist sie auch. Wir sollten das Ding abreißen. Wartet.
Was ist, wenn wir das Rohr verbiegen und in die Erde stopfen? Dann kriegt der Planet seine Lebenskraft zurück, oder? Fantastische Idee. Ja, ganz toller Plan. Sehr kreativ. Merken wir uns. Ach, leck mich doch am Arsch! Ich liebe es, ey, wenn die Gespräche so die ganze Zeit weitergehen. Oh, herrlich. So, mal gucken, komme ich hier in das Gebirge rein? Oh, Tatsache. Nee, okay, natürlich. Gesundheit! Spielst du eigentlich Oschatz? Wir wissen es nicht, weil wir nicht so. Diese Musik, ey, die ist so, ich trinke nur ein Energy, die beruhigt mich trotzdem. So. Die hat mich schon in meinen Kindheitstagen beruhigt. Mehr wie meine Eltern, Freunde oder sonst sowas. Wow! Gibt's Fallschaden? Ne, Fallschaden mit 20. Oh, hier drüben ist eine Hütte. Boris Koppenladen. No! Oh. Oh. Dori. Dori Geller. Dori Geller. Salbei. 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 Dori, how are you? Dori. Und Kopfsprung ins Meer. Oh. Also wie weit du auch gucken kannst noch. Bist du den Windmühlen so drüben? Ah ja. Das vermerkt aber auf der Karte gut. Gegner, die schnappen wir uns. Das ist geil, wie Barrett sich im Nutzen trotzdem zurückhält einfach. Oh, Stufenaufstieg, nice. Dort irgendwo mal drauf gewesen auf der Mauer, genau. A jumping in the water. Und hier geht er easy peasy raus, nice. Was passiert, wenn wir hier im Wasserfall runterschwimmen? Mit dem nehme ich mal, oder? Genau, ins Meer jetzt schon. Naja, wäre ein bisschen zu heftig gewesen jetzt. Yeah.
Spielst du, Schatz? Welches Kapitel bist du eigentlich? Bitcoin korrigiert gerade. Aber es kann nur sein, der holt einfach wieder an. Man weiß es, Mann. Naja, vielleicht wird es doch für dich eine PS5 geben, Schatz. Hä? Ich höre dich nicht. In Krypto kann ich ja jetzt nicht mehr investieren. Also muss ich in dich investieren. So, was ist das hier? Hey, Bros, was geht ab? Okay. Einfach random eine Hülle, oder? Dann sehe ich das doch. Okay. Windmühlendorf. Eine Windmühle aus Republikzeiten. Ist sie nicht schön? Jetzt kann ich mich an Mildred erinnern. Bei uns in der Uniklinik gibt es übrigens ein Mildred Schälhaus. Mühlendorf. Oh. Aber gibt's denn hier auch was für mich? Oh krass, bricht einfach zusammen oder was? Aber kann trotzdem hier hoch. Das fühlt sich halt einfach so wahnsinnig, wenn du den ersten Teil geholt bist. So riesengroß an und so. Und du kannst halt überall hoch, okay, die kleine Mauer hinter Stein. Du bleibst halt nicht so dran hängen, sondern du kommst echt. Perlen, Ingwer, Salbei, Majoran. Wir haben Majoran, lasst uns kochen. Was gerade der Lebensstrom da an uns vorbeigezogen ist? Segen des Planeten. Zählt das hier unten mit zum Windmühlenhof, hä? Das finden wir klar raus. Aber ich glaube, wir werden wirklich erstmal zum... Wenn das alles zur Graslandregion gehört. Holy shit, Mann. Und du tust Kühe melken, okay. Oh, warte mal, kann man die Kühe mit dem Schwert abschlachten? Nee. Okay. Okay. Boah, ich hab nur so eine Idee. Euer goldenes Zeug ist doch selten, oder? Smaragd. Mare. Oh, ist das erschreckt oder was? Oh! Wie rennt ihr hier so einfach hoch? Ich will auch so einfach dort hoch. Aber ich finde es geil, dass trotzdem Barrett und so dabei sind. Auch wenn man die quasi nie in der aktiven Kampfgruppe hat, weil da kann man trotzdem an den Gesprächen teilhaben, wie die so führen. Aber ich renne jetzt nur 20 Minuten schon im Grasland herum, ne?
Oh, wir müssen mal bei der Einstellung was gucken. Okay, komm, das ist okay. Ich weiß ja nicht, ob ich das besser finde. Das ist so schmeckt, dann müssen wir das machen. Tasten, die während dem Kampf anzeigen, nicht anzeigen. Zielwechsel bei Angriffsserien. Olivers Form. Odins Bekannter. Kann man Prudence sein? Ah, was ist das denn? Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shinra scheint auf der Suche nach euch jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Ich wünschte, ich könnte mehr für euch tun, aber hier seid ihr nicht sicher. In den Sümpfen habt ihr noch die beste Chance, Shinra zu entkommen. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Fotomodus am besten hier nutze. Ach ja, so, zack. Wie lange wurde meine Presse jetzt ausgeblendet eigentlich? War ich jetzt die ganze Zeit ausgeblendet oder was? So, Krabatte an Verkaufsautomaten. An Verkaufsautomaten kannst du dich mit Gegenständen wie Halbringe oder Bindungsführer für den Fall der Fälle wappnen. Manchmal werden diese Gegenstände bekannt sogar auf einen sogar zu einem reduzierten Preis angeboten. Wenn du also knapp bei Kasse bist oder dein Schild über Spar benutzen möchtest, sollst du dir das Sortiment der Automaten und den unterwegs einfinden. Okay. Wir sind von Huni nämlich mit. Oh, stehlen ist eigentlich. Ja, schreib mal auf alles andere, ne? Talisman.
Okay, Ausrüstung. Du kannst gleich Chakra ablegen und kriegst Stählen. Und du kriegst dafür Chakra. Sie haben wieder eine Strinne. Wind. Elementar Erdbeben. Dann nimmt die Erscheinungsdauer. Magischen Diener sind 25%, ja, das nehmen wir mal. Immer noch was im Angebot? Nee. Ach doch, hier, robuster Armreis. Okay. Was kostet denn das Ding sonst? Kann ich irgendwie mal einen Vergleich hier machen? Scheiße, ich glaube, das war im anderen Teil besser. Ausrüstung. Aber theoretisch nützt mir das nicht, weil klar brauche ich mehr Slots, aber ich habe kein Geld für eine Materia. Von daher ist das eigentlich scheißegal. Parallel Schwertwirbel erhöht den Schaden von Schwertwirbeln um 3%, okay. Windige Verkettung führt einen winterelementarischen Angriff aus, der keine MP verbraucht. Das ist also Anziehung und Ketten und geplant, die Fähigkeit. Okay. Synchroaktion führt ein Team. Kann in der Luft eingesetzt werden. Aha, okay, krass. Sprunggehör, Barrett Prime, behaupten. Treffer bei Limitstufe bis, krass. Führt einen Sturmangriff bei gleichzeitig Blocken durch. Das ist natürlich unheiß. Das DP Maximum 200. Ne, das hier kannst du nämlich mit allen ausführen, deswegen nehmen wir das. Gut, scheiß erstmal auf TP, weniger finden. TP können wir uns über Dings holen. Leibwache. So. Gewerbschutz durch. Und lass mich raten, das ist TP Boost. Ne, MP. Okay, MP ist gut. Zum Aktion doppelt halt besser. Nice. Feuerimpuls. Hey, warte mal, können wir die O. Das? Und dann das einfach? Immer zuerst die Synchro-Sachen freischalten. So, das. Dann das. So macht mehr Sinn. So.
weil wenn du das Team wechselst, hast du ja trotzdem dann die, genau, hier hab ich das schon gemacht, Synchro. Und jetzt fällt mir noch tiefer. Spiralsprung. Das Roden ist bekannt, haben wir abgeschlossen. Die alte Anlegestelle. Okay. Ja, Freunde. Das war's wieder. Oh, 30 Minuten Video. Um Gottes Willen, ich habe euch ja gesagt, es kann manchmal sein. Manche Videos schaffen etwas länger. Au. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst mir Liebe da. Hier oben in der Ecke, ihr wisst. Einmal Abo-Button smashen und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten. Peace, peace.